Es gibt ja Leaks zum Touareg X, was einfach der Touareg als Coupé ist. Was sind das für Felgen, Mann? Warum ist denn so viel Polizei wieder hier? Also ein Urus und ein Aventador und ein Bentley Continental GT. Guten Morgen, YouTube! Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend, auch wenn das Wetter absolut lost ist. Aber es regnet nicht, von daher passt's. Das ist so eine ungewohnte Gegend hier. Aber keine Sorge, diesmal waren wir nicht. Teilers klären. Sondern mussten arbeiten. Und jetzt haben wir Feierabend, also fahren wir ein bisschen durch die Gegend. Und da vorne ist ein Touareg. So ein schönes Auto. Und ist das sogar der V8? Bruder, da muss ich los. Es gibt ja Leaks zum Touareg X, was einfach der Touareg als Coupé ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich halte an sich ja nicht viel von diesen SUV-Coupés, weil es sieht einfach falsch aus. Du willst einen großen Geländewagen haben mit viel Platz. Was machen wir dann? Richtig, Coupé-Form, damit wir noch Platz verlieren. Ja, aber die Leute kaufen es halt und deswegen wird es gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob VW das auch in Deutschland so machen wird. Weil so wie ich es mitbekommen habe, ist ja im asiatischen Raum VW sehr, sehr, sehr viel edler angesehen als in Deutschland. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn sie den jetzt als Luxus-SUV verkaufen und in Deutschland bzw. dem Rest der Welt sagen, na, wird mir stinken. Wo bin ich? Ich dachte, dass ich ganz woanders rauskomme. Jetzt habe ich Problem. Wo bin ich denn? Keine Ahnung, Digga. Ich dachte eigentlich, dass ich bei der Landberger Straße gleich rauskomme. Oder kommt das erst noch? Ich müsste eigentlich was essen gehen, weil ich bis jetzt nur gefrühstückt habe und es ist schon 17 Uhr. Da war ein Chewape, Digga. Oh, Mann. Fällt ich jetzt schon Bock? Was sind das für Felgen, Mann? Also wenn du Chromfelgen hast, dann solltest du vielleicht auch parken können, weil die sind ja komplett gefickt. Durch den Auspuff habe ich ein ganz großes Problem aktuell. Das Problem ist, das Bike hört sich einfach richtig geil an, wenn man es jetzt niedrigtourig fährt. Das Problem am Niedrigtourigfahren einer 250er, das willst du, hast null Durchzug, aber... Das hat man wahrscheinlich null gehört. Komplett lost, Digga. Als ob man das gehört hätte, Mann. Mit dem ganzen Fahrtwind und es ist nicht so extrem laut. Aber Bro, vielleicht hört man es ja. Im Helm hört sich gut an. Weil wenn ich hochtourig fahre, da merkt man fast gar keinen Unterschied zum Werksauspuff. Und eigentlich sollte ich mit dem Bike hochtouriger fahren. Aber es hört sich einfach so gut an, auf 3000 Umdrehungen zu fahren. Oh nein, die hat geweint. Oh nein. Auf der einen Seite müsste ich eigentlich rechts entlang fahren, weil wir müssen Augen küssen. Aber ich will mir das nicht antun. Deswegen fahre ich links. Maschallah. Bester Mann, Junge. Also Bruder, lass einfach vor Nachtclub chillen. Ah, die haben ja eh alle zu, die ganzen Table Dance-Dinger hier. Deswegen. Boah, das Wetter sieht halt so kriminell aus, Mann. Es könnte jederzeit anfangen zu regnen. Ich lebe am Limit. Warum ist denn so viel Polizei wieder hier? Steht eine Demo an? Hä, gegen was wurde denn protestiert heute? Weiß von ganz rechts. Ja, so wie der im Auto saß, kein Wunder, dass er keine Ahnung hat, wo er hin muss. Man kann zweispurig nach links abbiegen. So wie es aussieht, gab es wohl hier ein For Free in der Stadt, dass man nach einem halben Jahr gefühlt eingesehen hat, hui, einspurig nach links auf die Leopold war vielleicht nicht so schlau. Maschallah, Digga. Da sehe ich mich aber sowas von drinne, Digga. Das Divo Cabrio. Ultimatives Barbie-Auto. Unglaublich, dass ich den auch mal miterleben darf. Und die Tatsache, dass die Carspotter da sind, kann nur was Gutes heißen. Yo. Das war ein Huracan. Oh, fängt an zu regnen gerade. Bitte nicht. Oh nein. Das ist was Nasses an meiner Windschutzscheibe. Oh nein, es regnet. Amana, zickzack. Und deswegen hassen wir Fahrradfahrer. Yo, eine Corvette. Ein Rentec AMG. Den sieht man auch nicht oft. Und eine Phantom war das jetzt aber. Und ein SLS. Da vorne ist der Huracan. Aber was für ein... Oder ist das ein Aventador? Da steht einfach ein Aventador.
Also ein Urus und ein Aventador und ein Bentley Continental GT und ein Wraith und ein Bentley mit Carbonhaube und Bruder, ein Urus, eine G-Klasse, noch eine G-Klasse, eine R8. Mir fällt gerade auf, ich habe mein komplettes Car-Spotting-Video gerade hops genommen, indem ich 5 Minuten, na was für 5 Minuten, 30 Sekunden durch die Maximilianstraße gefahren bin. Mensch, mag ich euch Fahrradfahrer. Ach was, du bist auf der Rechtsabbiegerspur und willst rechts abbiegen? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Digga. Ach man, es gibt nichts Schönes, womit wir das Video beenden können, YouTube. Es tut mir leid. Wir müssen einfach Tschüss sagen. Da vorne ist ein X7L-König. Also entweder das ist ein X7L-König, warum auch immer die das machen würden. Oder es ist ein X5 und der kriegt auch den Riesengrill. Außer es ist ein Coupé hinten. Nee, ist es nicht. Von der Größe her kam mir das ein bisschen kleiner als ein X7 aber vor. Keine Ahnung, was wir da gerade gesehen haben. Wir waren bei meiner Verabschiedung stehen geblieben. Na, ist doch irgendwas Hübsches wenigstens gewesen zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Wenn nein, dann macht es trotzdem einfach. Weißt, ihr könntet doch einfach gönnen, aber müsst ihr nicht. Genießt noch den schönen Tag. Wenn ihr in München seid, keine Ahnung, Digga. Ein Viertel kann gefühlt Sommer sein, das andere ist Regenwald. Aber da könnte man Mashallah noch sagen, oder? Mashallah, einfach die Hübsche. Und damit, hau mal rein, Jungs. Yalla.